Ja, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen bei unserer ersten Diskussion, die wir jetzt gemeinsam in einer Reihe von netzpolitischen Diskussionen gemeinsam mit der Grünen Bildungswerkstatt Wien durchführen werden zum Thema Netzpolitik. Und als netzpolitischer Sprecher, mein Name ist Markus Schreuder, ich bin Bundesrat der Grünen und netzpolitischer Sprecher im Grünen Parlamentsclub, habe ich mir gleich gedacht, als der netzpolitische Referent Sebastian Glock und ich diskutiert haben, was wäre denn ein spannendes erstes Thema. Gleich, weil da auch die Aufschrei-Diskussion auf Twitter war, gesagt, okay, ich eröffne und überlasse die Bühne gleich mal Frauen. Das ist auch eine Ansage und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wir wollen über Aufschrei, über Feminismus, aber auch über Antifeminismus im Internet sprechen. Ich möchte einmal jetzt ein paar Tweets zitieren, die vor einigen Tagen von Anonymous Austria gesetzt worden sind, die einen Antifeminismus-Tag ausgerufen haben. Und die unter anderem tweeteten, Feminismus entsteht, wenn Penisneid und Penetrationsangst auf die Penetrationsangst trifft. Feminismus führt zu akuter Vaginaldesertifikation, schütze dich jetzt. Feminismus ist auch ein Synonym für Penisphobie. Und so weiter. Das sind Tweets, die vor einigen Tagen von Anonymous Austria abgesetzt worden sind. Und auch, das haben wir stark beobachtet, ist der Kampf zwischen Feminismus, zwischen den Aufschrei-Aktivistinnen, wie man allgemein sagt, wobei ich das nie als Aktivistinnen bezeichnen würde, sondern einfach als Alltagsrealität, das sichtbar wurde, und Antifeministinnen, ein ziemlich starker Kampf, der gerade im Internet stattfindet, wie so viele natürlich, aber auch zu verhärteten Fronten führen. Mich interessiert vor allem, und das ist sozusagen mein, was ich gerne als Input mal sozusagen in die Diskussionsrunde geben würde, welche Räume braucht es da auch im Internet? Was kann man im Internet selbst tun oder wie kann sich das Internet selbst organisieren? Was ist aber auch vielleicht vielmehr ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und gibt es überhaupt etwas, das die Politik dazu machen kann? Das sind also Fragen, die mich interessieren würden. Und in diesem Sinne freue ich mich auf eine sehr spannende Diskussion und wünsche eine interessante Zeit. Danke. Achso, ich muss aber auch was sagen, Entschuldigung. Sonst ist der Sebastian ganz böse. Die nächste Runde ist nämlich schon am 1. Juli wieder hier. Zur selben Zeit mit Daniela Musio, der Nationalratsabgeordneten. Da geht es dann um E-Participation. Im September gibt es dann die nächste Runde von der Grünen Bildungswerkstatt mit Albert Steinhauser, wo es um Überwachung und Repression geht. War noch ein wichtiger Hinweis. Danke, Marco. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser Diskussionsveranstaltung heute Abend. Herzlich willkommen an die Podiumsteilnehmerinnen neben mir und auch an euch. Unser Thema heute ist das Internet schlechthin sozusagen, der digitale Raum, der natürlich längst kein virtueller Raum, keine andere Welt sozusagen mehr darstellt, sondern mitten in unserem Leben stattfindet, mitten in unserem Leben stattfindet und auch an Bedeutung zunimmt, ob das im Alltag, in der Arbeitswelt für politische Prozesse oder auch für Kultur oder Wissensproduktion ist. Und selbstverständlich ist dieser Raum nicht, so wie alle anderen Räume, nicht frei von Machtverhältnissen, nicht frei von Diskriminierungen, von Hierarchien und Ausschlüssen. Und darum soll sich heute drehen. Das heißt, die zentrale Frage lautet, wer hat Zugang und wer hat welchen Zugang im Internet? Und heute Abend soll die Frage ganz besonders lauten, welche Rolle spielt nicht nur die soziale Ungleichheit dabei, welcher Zugang, wer welchen Zugang hat, sondern vor allem auch heute Abend die Frage, welche Rolle spielt das soziale Geschlecht dabei, welche Zugänge wir finden und uns erschließen. Das heißt, ich stelle die erste Frage gleich gerne ins Podium, und zwar, wer nutzt und wer besetzt wie den digitalen Raum? Ich beginne ganz gern mit Brigitte Theisel, die bekannteste feministische Bloggerin in Österreich und Redakteurin verschiedener Zeitschriften, unter anderem der Anschläge, sehr aktiv im digitalen Raum, und deshalb die Frage gleich an dich, wer nutzt, wer besetzt den digitalen Raum? Weil du die Blogs ansprichst, wenn wir uns die Bloggerinnen-Szene in Österreich anschauen, ist es ja allgemein so, dass es eher wenige politische Blogs gibt, also
Blogs, die sich explizit mit politischen Themen auseinandersetzen und dass da auch gerade Frauen, würde ich sagen, unterrepräsentiert sind. Wobei allgemein natürlich eigentlich mehr Frauen bloggen, aber eher zu anderen Gesellschaftsthemen. Bei Social-Media-Plattformen ist ja auch so, dass eigentlich eher Frauen überrepräsentiert sind, wobei das auch stark vom Alter abhängt, weil ja in Österreich sowie auch in Deutschland gerade Frauen über 60 eher zu den Offlinerinnen zählen. So, ja, grob zusammengefasst. Du bloggst, du hast einen feministischen Blog, der Denkwerkstatt heißt. Was hat dich dazu bewogen, was waren deine Motive überhaupt, einen Blog zu starten? Ich habe Gender Studies studieren begonnen 2007 und wollte dann irgendwie eine Plattform haben, wo ich das Ganze, was ich da an der Uni lerne, auch irgendwie verarbeiten kann, ausdrücken kann. Und es ist dann gleich für mich eine tolle Art geworden, mich mit anderen auszutauschen. Also über die Grenzen hinweg, vor allem feministische Bloggerinnen gibt es ja eher in Deutschland, mich mit denen dann zu vernetzen. Ja, deswegen bin ich da dran geblieben und es wurden dann noch immer mehr, also es gibt ja auch in Österreich, also ich bin nicht die einzige feministische Bloggerin, es gibt mehrere und die habe ich dann auch teilweise eben übers Netz kennengelernt und da sind Vernetzungen entstanden. Das hat mich auch motiviert, weiterzumachen. Dann gehe ich gleich zur nächsten Bloggerin in der Runde, Michaela Amott. Du betreibst einen Modeblog, schicke ich gleich, also Fashionblog, glaube ich, schicke ich gleich voraus. Und du bist außerdem IT-Expertin, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Nein, IT-Expertin nicht ganz. Ich mache eigentlich Marketing. Ich arbeite als Marketingmanagerin in einem großen IT-Konzern und ja, habe bei diversen IT-Telekom-Firmen im Bereich Werbung, Marketing, Online und so weiter gearbeitet. Aber ich bin jetzt nicht IT-Expertin, aber ich habe ja den Bezug, ich weiß, wie es in solchen Unternehmen halt zugeht und ausschaut. Und bin halt irgendwie seit der Pionierzeit des World Wide Webs in Österreich im World Wide Web vertreten, nämlich seit 1995 und ja, kenne da halt ein paar Sachen ganz gut aus eigener Erfahrung. Was hat dich, seit wann betreibst du deinen Blog und was hat dich dazu motiviert, das zu starten? Mein Blog betreibe ich seit 2006. Motiviert hat mich dazu, wie soll ich sagen, eigentlich das Gefühl, dass das jetzt einfach geht. Ja. Also, wobei ich sagen muss, Blogs sind ja viel früher entstanden. Also im Bereich Blogs war jetzt sicher kein Frühstarterin, weil die hatten schon, glaube ich, 2002 oder so ist das irgendwie entstanden. Was halt neu war für mich, ist, dass man halt ohne Programmierkenntnisse einfach schnell was ins Web stellen kann und das habe ich dran interessant und spannend gefunden, finde ich auch jetzt noch dran interessant und spannend. Wobei ich den Eindruck habe, dass sich da auch eine bestimmte Dynamik entwickelt hat, zum Teil auch die Qualitäten sehr geändert haben und viel auch inzwischen sich auf anderen sozialen Plattformen wie Facebook zum Beispiel abspielt, wo früher vielleicht jemand geschwind ein kurzes Posting gemacht hätte und jetzt ist es halt ein Status-Update auf Facebook. Okay. Sigi Maurer, ehemalige LH-Vorsitzende und jetzt Kandidatin der Grünen für die nächste Nationalratswahl. Sehr aktiv auf Twitter und sonst in sozialen Netzwerken. Was bewegt dich dort so aktiv zu sein und wie erlebst du andere Frauen, aber auch Männer in diesen sozialen Netzwerken? Was beobachtest du an Nutzungen? Was beobachtest du, wie diese sozialen Netzwerke genutzt werden? Ja, also besonders aktiv bin ich gerade nicht. Eigentlich bin ich gerade auf Twitter sehr inaktiv. Ich glaube, ich schicke momentan so 2 Tweets pro Tag oder so, was verhältnismäßig sehr wenig ist. Aber eigentlich dazu gekommen bin ich über Uni Brent. Uni Brent hat sich, also die Uni Brent für die Studierendenprotestbewegung 2009, war das ein ganz zentrales Vernetzungsinstrument, das einfach funktioniert hat, indem man einfach den Hashtag UniBrent hinten nachstellt und darüber ist sehr vieles koordiniert worden, angefangen von Treffen der Arbeitsgruppe 27 dort und dort über
die uns die Straße blockiert von der Polizei, müssen ausweichen. Solche. Also es ist einfach ganz viel von der Organisation Ponybrand über Twitter organisiert worden. Was also meine These ist, dass das eigentlich eher Ausweichgeschichte war, weil es hat eine Homepage gegeben, die ist aber, die hat sich dauernd geändert und es war immer unübersichtlich. Und es hat auch Papierwikis gegeben, aber die sind halt schnell mal wieder verschwunden oder inaktuell gewesen und deswegen hat man sich halt so organisiert. Und ich bin eigentlich erst danach zu Twitter gekommen. Und das, was mich daran fasziniert hat, oder immer fasziniert, ist, dass es eigentlich theoretisch, würde ich jetzt mal sagen, ein sehr hierarchiearmes Medium ist. Also du kannst auf Twitter den Menschen, die als zentral oder die zum Beispiel in der Medienlandschaft als wichtig erachtet werden, direkt schreiben. Ob sie da antworten, ist eine andere Frage, aber es grundsätzlich besteht die Möglichkeit. Und wenn man interessante Sachen twittert, dann passiert das auch. Was aber, und genau das, da kommt halt diese Frage Männer, Frauen in diesem Medium dazu. Was ganz klar ist, ist, dass sich auf Twitter und auf Facebook ist ein bisschen weniger, das hat andere soziale Zusammensetzung, würde ich sagen, und eine andere Funktion als Twitter. Aber auf Twitter haben sich natürlich ganz schnell dieselben Netzwerke abgebildet, die es sonst auch gibt und sogar teilweise verstärkt. Also es gibt gerade, was Journalisten betrifft, würde ich sagen, ein sehr, sehr starkes Männernetzwerk. Das zwar, also es gibt, dem gegenüber steht schon ein allgemeines Journalistinnen-Netzwerk, aber es hat da so Treffen gegeben von den zentralen Leuten auf Twitter und da sind dann die wichtigsten Journalisten Männer dabei gewesen und halt andere Leute, die auf Twitter sehr relevant gehalten worden sind. Aber da geht es schon sehr schnell in Richtung Ausschluss. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass in bestimmten Bereichen das sogar zu einer Verstärkung der realen Netzwerke geführt hat. Also diese Schulterklopferei unter Männern, gehen wir auf ein Bier und machen das irgendwie so aus, das hat dann plötzlich auch unter Leuten stattgefunden, die sich sonst noch nie getroffen haben. Und Frauen machen das auch, aber es hat einen ganz anderen Effekt. Also es ist, ich bin mir sicher, wenn man es auswerten wird, was mir persönlich halt auffällt, wenn ich denselben Tweet schicke wie Michelle Reimann, reagiert die Person, die uns beiden folgt, trotzdem unterschiedlich auf das, was wir twittern. Das mag jetzt an mir liegen, aber könnte auch an den Geschlechterverhältnissen liegen. Solche Sachen zeichnen sich da ab. Ich richte die Frage gerne auch an dich, Ingrid Bronig, Redakteurin des Falters und vor allem, aber jedenfalls regelmäßig, also nicht nur, aber regelmäßig jedenfalls, schreibst du die IT-Kolumne dort. Was fällt dir auf, jetzt auch ein bisschen abseits von sozialen Netzwerken, also nicht nur soziale Netzwerke, sondern generell, welche Räume nehmen sich Frauen sozusagen stärker oder unterschiedlich im Vergleich zu Männern? Ich würde, wenn es recht ist, ein bisschen ausholen. Und ich glaube, diese ganze Debatte derzeit findet auch deswegen statt, weil das Internet oft ein Ort ist, der mit sehr viel Hoffnung und sehr viel Wünschen auch aufgeladen wird. Und ich schreibe gerade auch ein Buch über ein Internetthema, aber nicht über dieses. Und da habe ich mich auch sehr stark mit der Geschichte des Netz beschäftigt. Und wenn man sich das heute rückblickend durchliest, dann ist es beeindruckend, was für Wünsche und welche Idealvorstellungen gerade am Anfang auch mitschwingten. Also das Netz als komplett egalitärer Raum, in dem alle auf einer Augenhöhe miteinander diskutieren und wir schaffen es, viel faire Strukturen einzuführen als offline. Und irgendwie Schritt für Schritt, glaube ich, hat man in der Geschichte des Internets gesehen, dass wir Menschen online wie offline eigentlich die gleichen Makel besitzen und dass das Internet zu einem gewissen Grad dazu dient, dass sich Menschen besser vernetzen können, aber zu einem gewissen Grad auch dazu, dass man auch leichter schimpfen kann, leichter sich ohne Konsequenzen über jemanden auslassen kann. Das sind Pro- und Contra-Argumente, die dann immer sichtbarer wurden. Und dieses hehre Ideal ist so, stimmt sicher nicht. Der große Vorteil des Internets aus feministischer Sicht, aus Frauenperspektive, ist ganz sicher, dass die Mobilisierung eine andere ist. Das heißt, Clay Shirky zum Beispiel, ein Internettheoretiker, hat das sehr gut zusammengefasst. Ich kann mich heutzutage als gleichdeckende Gruppe viel leichter zusammenschließen, brauche keine große Struktur, brauche nicht viel Geld und kann etwas schnell mobilisieren. Also dieses Kapital, das man braucht, ist wesentlich geringer geworden und leichter auftreibbar.
Gleichzeitig, wenn man sich jetzt Twitter anschaut, ist eben genau das eingetreten, was die Sigi Maurer beschreibt. Es ist eben nicht die Frau Meier von nebenan jetzt der große Internetstar, sondern auf Twitter dominiert der jetzt der David Alaba und auf Stelle 2 der Armin Wolf. Und das sind so Menschen, die eigentlich jetzt nicht unbedingt Twitter bräuchten, um Gehör zu finden. Das heißt, Twitter gibt ihnen jetzt noch mehr Gehör. Warum ist das so? Es ist ja auch logisch. Wir bilden die Strukturen online wieder ab. Weil wenn ich jemanden nicht kenne und auch noch nicht weiß, ob der ein guter Redakteur ist oder ein schlechter Redakteur ist, dann folge ich lieber mal dem, den ich kenne, dem ich vertraue, dem ich eine gewisse Kompetenz zuspreche. Und das sind alles Facetten, wo man sieht, dass unsere Wünsche, was das Internet betrifft, die wir an das Internet stellen, sich nicht automatisch erfüllen, sondern eher die Frage ist, wie wir Strukturen schaffen können, damit das geht. Und die Möglichkeit wäre eben die Mobilisierung, dass man vielleicht versucht, dass eben sich auch Frauen vermehrt zusammenschließen oder wenn eben so etwas wie das Schulterklopfen beobachtet wird von Männern, ob sich nicht auch Frauen auf die Schultern klopfen sollten, dann kommen wir zur alten Debatte, ja, machen wir nicht genau das Gleiche wie die Männer, was wir eigentlich kritisieren und so weiter, aber eben ich glaube, dass das Internet da nicht von vornherein alles besser macht, aber andere Möglichkeiten bietet. Wo genau finden sich diese Frauennetzwerke oder könnten sich solche Frauennetzwerke wiederfinden? Gibt es bereits welche? Entstehen bereits welche oder gibt's, ja, sind sie bereits vorzufinden? Ich sage ein Stichwort, weil ich weiß, dass ein paar von euch, glaube ich, daran beteiligt sind. Das Netz Feministische Bier ist, glaube ich, ein Frauennetzwerk, das sich in der letzten Zeit herausgebildet hat. Was ist es? Was können wir uns daraus vorstellen? Das Netzfeministische Bier ist entstanden in Anlehnung an eine Veranstaltung, die schon in Berlin gegeben hat. Und wir haben das in Wien, also die Leonie Tanzer und ich haben das in Wien gestartet. Also von ihr kam eigentlich die Idee und wir haben über meinen Blog einen Aufruf geschrieben. Und wir treffen uns da einmal im Monat. Es sind vor allem sehr junge Frauen dabei, würde ich sagen, und ja, feministisch Interessierte. Und es hat sich da eine sehr nette Runde gebildet. Also es kommen immer wieder andere Frauen dazu, es werden eigentlich immer mehr. Und es gibt einfach einen Austausch über feministische Themen, allgemein auch netzpolitische Themen zum Teil. Und ja, ich glaube, das ist bisher ein sehr erfolgreiches Projekt. Werden konkrete Ziele verfolgt dort oder gibt es schon Strategien, die verfolgt werden oder gibt es einmal wirklich nur zum Kennenlernen abseits des virtuellen Raums oder wie kann man das verfolgen? Ja, also es gibt noch nicht so viele konkrete Strategien, Ziele und so weiter, aber wir suchen eigentlich für jedes Treffen schon immer ein neues Thema aus, also zum Beispiel eben auch konkrete Handlungsstrategien, was machen wir, wenn es zu sexistischen Angriffen auf Veranstaltungen und so weiter kommt, welche Veranstaltungen können wir vielleicht selbst planen, also durchaus Themensetzungen und wir beteiligen uns auch einzelne von uns dann eben bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen und schauen, dass wir uns da vernetzen. Eine weitere Veranstaltung, die vor kurzem stattgefunden hat im März, war das feministische Barcamp. Das war das erste feministische Barcamp in Fancamp, genau. In Österreich. Was ist das überhaupt? Du warst eine der Mitinitiatorinnen. Was ist das und was können wir uns darunter vorstellen? Da muss ich jetzt überlegen, wo ich da jetzt anfangen muss, weil das ist ganz einfach eine Veranstaltung gewesen zum Thema Frauen und Internet. Ja, also auch aufgrund dieser, ist die Twitter-Studie schon erwähnt worden jetzt? Nein, oder haben wir über die Twitter-Studie schon geredet? Also, weil halt irgendwie ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr vorher eine Twitter-Studie veröffentlicht wurde, wo genau das rausgekommen ist, im Prinzip, was die Ingrid gerade gesagt hat. Und das war halt einer der Anlässe, wieso verschiedene Frauen dann immer wieder gesagt, aber es war wirklich nur einer der Anlässe, so verschiedene Frauen, die sich halt in irgendwie lockeren Gruppen verschiedenster Art auch immer wieder treffen, gesagt haben, wir sollten mal so ein Barcamp machen für Frauen quasi, ja. Und Barcamp, weiß ich nicht, ob das da jetzt allen bekannt ist, das ist ein bestimmtes Veranstaltungsformat, bei dem im Grunde genommen die
der Content vor Ort entsteht. Ja, also das ist eine Veranstaltung, wo nicht von vornherein alle Speaker und so weiter eingeladen werden, sondern man stellt die Struktur zur Verfügung, man organisiert das, was zum Essen gibt, dass Räume gibt, dass gewisse Ausstattung gibt, die es ermöglicht, dass man mehrere Vortragsstreams parallel auch machen kann. Aber das, man gibt vielleicht Rahmenthemen vor, so wie wir eben gemacht haben zum Thema Frau und Internet. Macht Werbung dafür, ladet Menschen ein und das Programm entsteht aber vor Ort erst. Also das ist das, was dran spannend und interessant ist. Und dadurch erreicht man, dass eigentlich alle sehr involviert sind in das Thema und es wirklich ein sehr aktiver und auch proaktiver Austausch ist. Und das haben wir eben zum Thema Frauen gemacht. Da gab es verschiedenste Vorträge und Workshops, teilweise zum Thema Netzpolitik, aber auch Feminismus im Netz, Frauen, die ins Weltall geflogen sind und in Vergessenheit geraten sind, weil sie einfach nirgends beschrieben wurden in einer männlich dominierten Weltraumfahrt. Was gab es noch? Ich glaube, Diskussionen, ganz gute, die halt genau zum Thema, was gibt es für Strategien, wie man sich online eben, da war Aufschrei ganz aktuell, wie man online sich auch über Alltagssexismus äußern kann, das einfach auch mal Awareness dafür schaffen kann, etc. Ist es gut gelaufen, hat es was gebracht oder nicht, bringt es dann überhaupt was? Und ja, ich denke, es war das erste Barcamp für Frauen, soweit ich weiß, in Österreich zumindest. Und wir hatten ungefähr 120 Teilnehmerinnen, es waren fast nur Frauen, was ich super finde und als Erfolg eigentlich betrachte, weil es ganz einfach zeigt, dass der Bedarf einfach da war. Und ja, das nächste Femcamp, was aber jetzt wieder von anderen Menschen organisiert wird, gibt es auch schon. Es findet am 22. Juni in Linz statt. Ja, kann mir empfehlen, wer das nicht kennt, das mal auszuprobieren. Das ist ein interessantes Veranstaltungsformat auf jeden Fall. Ingrid? Ja, ich möchte anschließen, weil das Wort Barcamp gefallen ist. Ich weiß leider nicht mehr Femcamp, aber es gab in Graz ein Barcamp kurz darauf. Und die Gitti weiß dann sicherlich noch mehr dazu, aber es ist eben, ich glaube, das erste Barcamp gewesen, wo es auch dokumentiert wurde, dass tatsächlich quasi schlimmste Untergriffe, verbale, gegen eine Feministin vor Ort kamen. Und das kann man, ich weiß nicht, ich möchte gar nicht die Worte in den Mund nehmen, die da gefallen sind, aber es sind Leute, die dann Feministin im Netz niedermachen, die müssen dann immer irgendwelche mit vegan, vaginal Bildern kommen und unglaublich genitalbezogene Beleidigungen, so auch in diesem Fall. Und das war dann halt natürlich so wieder ein klassischer anonymer Troll oder mehrere. Und ich finde, das zeigt nur so sehr schön, dass eben diese Problematik da ist, dass es so einen Antifeminismus online gibt. Und selbst wenn dieser Antifeminismus nur von einer kleinen Gruppe kommt, ist er unglaublich sichtbar und unglaublich verstörend. Und da wird eben auch mit Worten und einer Rhetorik gekämpft, die sich in so einem Raum niemand sagen trauen würde, selbst wenn die Person hier sitzt, weil dann würden sich alle umdrehen und die Person allein schon mal anschauen und irgendwer wird dann sicher sagen, das geht so nicht. Aber online ist es halt irgendwie konsequenzenloser, das ist, was ich gemeint habe, und dann passieren genau diese Dinge. Und da möchte ich noch ganz kurz auf An- und Austria, das ist auch sehr interessant, ich habe mir das nämlich auch rausgesucht, ich beobachte die mit großem Interesse, dass dort ganz einfach gespielt wird damit, was man sagen kann, bis wann die Leute sich aufregen. Und auch beim Hinweis auf diese Veranstaltung hat sich dann irgendein Troll zu Wort gemeldet und wieder sowas in diese Richtung geschrieben. Und man kann dann eh nur nicht drauf reagieren, alles andere wäre komplett falsch, aber es zeigt die Problematik. Interessante Herangehensweise, nicht drauf reagieren, also don't feed the troll. No. Sigi, was hast du für Strategien im Umgang mit Sexismus? Ja, also ich glaube, nicht zu reagieren ist ganz wichtig, allerdings muss man aufpassen, dass es nicht überhand nimmt. Also was beim Femcamp nämlich schon auch war, was bis dorthin, also es gibt die Seite barcamp.at, über das alle Barcamps organisiert werden,
die ist quasi, also die ist mehrmals am Boden am Tag, also genüglich defaced worden, wobei defacen kann man nicht sagen, weil es ist ein Wiki, aber wurscht. Also es ist halt, es sind alle Einträge gelöscht worden und verlinkt auf Penis Night, Wikipedia-Artikel und alle möglichen anderen klinischen Geschichten. Darf ich nur kurz einen Einwurf machen? Ja. Man muss sich das mal vorstellen, es finden seit Jahren in Österreich Barcamps statt und sind wir ganz eine liebe Veranstaltung, wo sich alle gegenseitig eh ganz gern haben und dann machen einmal Frauen ein feministisches Barcamp und komplett, plötzlich kommen irgendwelche Leute, attackieren die Seite, attackieren andere Seiten und fangen dort an auf komische, wie nennt man die, Männerrechtler-Seiten und so, ja, Maskulisten-Seiten zu verlinken, nur weil es Frauen es wagen, eine Veranstaltung für sich zu machen. War schon beeindruckend. Ja. Also es ist eine Seite von Veranstaltungsteilnehmerinnen von Digitalistas auf einer Pornoseite umgeleitet worden und so. Also es war schon irgendwie recht heftig. Das ist so irgendwie das ganz harte Gesicht von diesem Antifeminismus. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, und dass dieser, wer auf Twitter ist und das verfolgen kann, es ist schon ganz witzig, wer und wie auf feministische Tweets oder auf solche Veranstaltungen reagiert wird. Also auch im Vorfeld von dieser Veranstaltung gibt es dann an Florian Klenk, der sich einschaltet in die Debatte und sagt, ob man jetzt den Aufschrei-Hashtag verwenden darf. Und das ist ja nur die Lösung, um dazu Aufmerksamkeit zu generieren, sagt der Chefredakteur von einer Stadtzeitung. Ich meine, man müsste eigentlich wissen, was das bedeutet, auf eine Veranstaltung aufmerksam zu machen, aber wurscht. Und ich habe schon das Gefühl, dass mit dieser, also es gibt diese extreme Seite, wo dann von Feminazis und sowas gesprochen wird und wo halt mit der extremen Drohungen teilweise, also die Männerrechtler haben da ganz eigene Mechanismen, also auch mit Vergewaltigungsandrohungen und solchen Dingen agieren die, also so Blogpostings, also Kommentare auf Blogs und solche oder E-Mails, das passiert schon mal. Das ist so die extreme Seite und dann gibt es aber gleichzeitig so einen antifeministischen Backlash, der auch bei eigentlich liberal gesinnten Männern, es sind immer nur Männer, außer der Bauer Jelinek, aber das ist nochmal ein eigenes Kapitel, die da auch drauf reagieren. Und wo ich das Gefühl habe, dass ich weiß nicht, ob sich das bedingt oder ob das jetzt dem einen oder dem anderen Vorschub leistet, aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade Leute, die Männer, die sehr stark in der Öffentlichkeit stehen, sich bei manchen Aussagen überhaupt nicht mehr genieren quasi dafür. Also es hat da diese Profilartikel gegeben zur Einkommensschere oder keine Ahnung, Presse, also Leitartikel in der Presse und so, wo recht offen wieder gegen Feminismus argumentiert und teilweise auch gehetzt wird. Und das halte ich schon für recht problematisch. Also und ich habe schon das Gefühl, dass sich das ein bisschen gegenseitig aufschaukelt. Weil man kann ja immer sagen, nein, die anderen sind viel schlimmer und das ist irgendwie... Das, was ich da sage, ist ja eigentlich gar nicht antifeministisch. Also es ist ja nur, es geht ja nur um einen Gleichheitsanspruch und jetzt werden dauernd Frauen herausgehoben und Männer benachteiligt. Also deine These ist, dass der virtuelle Raum und die Anonymität dort, das hast du ja auch argumentiert, das Ganze sogar noch befördern und so sehr befördern, dass es auch dann sich niederschlägt sozusagen auch jenseits des virtuellen Raums, also dass sozusagen das sogar noch beflügelt wird. Ja, also ob das jetzt vom virtuellen Raum in, also ich glaube jedenfalls, dass es nicht ohne Folgen bleibt, also zumindest im digitalen Raum, dass auf einer Seite mit ganz extremen Begriffen argumentiert wird und das gleichzeitig aber gesamte Diskussion in ein bestimmtes Eck zieht. Brigitte Theisel nochmal, auch du warst dann am Fem Barcamp und hast bestimmte Workshops, glaube ich, auch geleitet. Einer davon war zum Thema Netzfeminismus. Mhm. Wenn wir jetzt nämlich zu den Strategien gehen, was können wir tun, wie können wir uns organisieren als Frauen, wie können wir uns solidarisieren und welche Möglichkeiten können wir nutzen, um auch feministisch aktiv zu sein im Internet? Was meint der Begriff Netzfeminismus? Ja, es ist entweder ganz einfach Feminismus im Netz, also Feministinnen, die im Netz aktiv sind, oder es kann auch Netzpolitik aus feministischer Perspektive sein, je nachdem, wie man es definiert. Und ich wollte noch sagen, zu solchen Angriffen, Übergriffen, dass für mich nicht reagieren nicht immer die richtige Lösung ist, weil toll, aber ich finde es auch wichtig, ist, das zu thematisieren, dass es nicht okay ist und nicht lustig ist. Also ich
kenne, glaube ich, keine feministische Bloggerin, die noch nicht bedroht worden ist, noch nicht Vergewaltigungsdrohungen und so weiter bekommen hat. Und ich glaube, da braucht es sehr wohl ein öffentliches Thematisieren und gerade auch von der Politik, dass sowas kein Spaß ist. Und leider kann man natürlich meistens das, so wie es anonym passiert, nicht nachverfolgen. Aber ich denke, es wäre ganz wichtig, das mehr zu thematisieren. Also ich versuche das immer wieder auf Veranstaltungen und natürlich auch auf Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was da so passiert. Und in puncto Netzfeminismus, ja, also ich muss sagen, dass für mich meine offline-feministischen Netzwerke genauso wichtig auf alle Fälle sind noch und dass es, finde ich, nach wie vor geschützte Räume braucht, wo dann nicht alles im Netz zu finden ist, sondern wo ich mich auch in einem geschützten Raum austauschen kann, aber das Internet natürlich zur Vernetzung gerade auch über Grenzen hinweg ganz wichtig ist. Kann ich kurz anschließen? Mhm. Ich finde das vollkommen richtig, wie du sagst, weil in dem Fall zum Beispiel Don't Tweet a Troll auf Twitter kann man gegen einen anderen User jetzt wenig machen. Aber ich glaube, was auch die Siege gesagt hat, ist richtig, wir müssen uns eher überlegen, wie wir eine Öffentlichkeit im Internet schaffen können, wo es einen gewissen Common Ground der Rhetorik und einen Common Ground, der, so blöd das Wort ist, Werte gibt. Und darüber muss man nicht neu diskutieren. Wir müssen jetzt nicht neu diskutieren, ob Frauen gleich klug sind wie Männer oder ob das eine These ist. Oder wir müssen auch nicht über andere Dinge diskutieren, die wir, glaube ich, hier allesamt als gegeben wahrnehmen. Das Problem ist, dass das Internet dazu neigt, dass es zwar toll ist im Sinne der Möglichkeiten der Mobilisierung und der Informationsgewinnung, gleichzeitig bieten sich diese alternativen Realitäten heraus. Zum Beispiel, ein Professor hat seinen Schülern, Studenten mal aufgegeben, sie sollen 9-11 recherchieren, nur mit Quellen aus dem Internet. Und ich habe es jetzt nicht im Kopf, ob es 40%, 50%, 60% waren, aber in einer sehr hohen Anzahl der Paper kam zurück, dass 9-11 ist eine Verschwörung und es wurde vom, wie auch immer, CIA, was auch immer, inszeniert, weil wenn man rein im Internet recherchiert und alle Quellen gleich wertet, ist einfach unglaublicher Quatsch dabei. Und die Frage ist, wie schafft man es, seriöse Quellen von unseriösen auszufiltern? Wie schafft man es, quasi User, die mit denen es Sinn macht, zu diskutieren, zu trennen von Usern, die eigentlich eh nur provozieren wollen? Ich möchte ein Beispiel geben, zum Beispiel das Standardforum, das ja auch ein super Thema ist für dieses Thema, nämlich im Standardforum, und die arbeiten eh sehr daran, aber im Standardforum werden alle Tweets eigentlich gleich behandelt. Und das kann dann der Tweet sein, eben eigentlich sind Frauen dümmer als Männer. Okay, der wird wahrscheinlich dann gerade noch gelöscht, aber alles, was knapp an diese Richtung geht, wird nicht gelöscht. Und dann gibt es jemanden, der ganz seriös auf den Text eingeht. Und beide werden von diesem Foren-Mechanismus gleich hingesetzt, als gleichwertig dargestellt. Und das Problem ist, nicht jede Meinung ist gleich viel wert. Das ist jetzt eine ganz schlimme Aussage im Internet, wo es immer heißt, alles ist egalitär und jeder darf seine Meinung äußern, aber vielleicht ist nicht jede Meinung gleich gut argumentativ aufgebaut. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Unsinn, der da einfach behauptet wird, damit sich Leute darüber aufregen. Und ich glaube, wir müssen eher bei ganz vielen Aspekten in die Richtung kommen, dass wir eine Debatte führen mit Dingen, die halbwegs gesichert sind, damit wir quasi eine qualitativ hochwertige Debatte haben und eben damit nicht es immer mehr in die Richtung geht, dass man selbst solche Mindeststandards verteidigen muss. Das ist das große Problem bei ganz vielen Dingen. Und zum Beispiel letzte Woche mit einem Redakteur von Zeit Online gesprochen und die haben eigentlich genau das gleiche Problem wie der Standard, nur dass die eben viel mehr Leute beschäftigt haben, die nur die Tweets lesen und nur Tweets löschen, Postings löschen den gesamten Tag. Und der hat gesagt, er hat gelernt in dieser Aufgabe dort, dass es Dinge gibt in Deutschland, was er nicht gewusst hat. Also dieser Antifeminismus zum Beispiel oder auch diese Verschwörungstheorien, das ist etwas, das man normalerweise nicht mitbekommt. Anscheinend gibt es in den Köpfen der Menschen das doch, aber es wird erst dort sichtbar. Und eben noch kurz, der Begriff Feminazi, den finde ich ja besonders toll. Ich habe den auch nicht gekannt bis vor einiger Zeit. Wenn, das muss ich mir schon vorstellen, mittlerweile ist der Begriff Feminazi komplett normal im Internet und da werden Feministinnen gleichgestellt mit der größten Tötungsindustrie in der Geschichte der Menschheit. Und wir fangen allen Ernstes an, diesen Begriff dauernd zu lesen. Und das ist schon eine Nivellierung nach unten. Wie also
nach diesem Befund schaffen wir es und wie ist eine Kommunikationskultur zu etablieren und zu schaffen, mit welchen Mitteln und wen braucht es, und natürlich auch sozusagen mit Anforderungen an die Politik, könnt ihr gerne um euch werfen oder nur zu, wie können wir das gemeinsam schaffen, so eine Kommunikationskultur herzustellen, dass man nicht jedes geringste Beispiel sozusagen verteidigen muss. Eine Frage. Ja, genau. Ich glaube, da kann man überall anfangen. Ja, da könnte man natürlich bei der Schule an, beim Kindergarten, im Anfangsbuch, ja. Weil das hat ja auch ganz viel, was die Ingrid gerade angesprochen hat, auch ganz viel mit Media Literacy zu tun, wie man das so schön nennt. Ja, wie trenne ich, wie finde ich heraus qualitative Unterschiede von Quellen online oder von Kommentaren irgendwo, ja, wie kann ich das einschätzen? Das hat einfach was mit dem Umgang damit zu tun, und da wäre es vielleicht gescheit, wenn es in Österreich vielleicht dann auch langsam mal digitale Schulen gäbe, ja, wo wir ja weit davon entfernt sind zum Beispiel, ja. Das ist ja nach wie vor nicht der Fall. Ja, es sind ganz grundsätzliche Dinge, aber ich finde, da fängt es an. Und ja, Strategien für Veranstaltungen, was du vorhin gesagt hast, das finde ich auch ganz wichtig. Ich finde es wichtig, die Dinge nicht zu verschweigen. Und was aber eben schon der Fall ist, es ist jetzt online die Welt nicht plötzlich anders wie die wirkliche. Ja. Und wenn ich bin zum Beispiel durch die Aktion auf Twitter hat mich sehr betroffen gemacht, und ich habe es auch zufällig genau in der Nacht auch direkt gleich mitgekriegt, ja, live und nicht halt nachgelesen, und hat mich sehr betroffen gemacht. Und ich finde es aber gut, einfach das Medium Twitter, wenn man es jetzt Medium nennen will, zu nutzen, um Awareness dafür zu schaffen, wenn es so kurz ist, und das ist ja damit super gelungen. Also ich finde, Techniken und Möglichkeiten, die man verfolgen sollte. Aufschrei-Strategie? Das Aufschrei, das als Feminist, würdest du das als feministische Strategie auch bezeichnen oder als gelungenes Beispiel, sich zu solidarisieren oder auch als Beispiel, jetzt nicht als Strategie, für Strategie ist man das zu, nee, ja. Ich weiß nicht, da stellen wir mehr vor und dann eine Strategie, ja, ja. Irgendwie, ja, mit mehr noch, weiß ich nicht, mit mehr Konzept noch, ja, und ja, doch, find ich schon, ja. Was ich aber vielleicht, das würde ich jetzt auch noch gerne erzählen, weil ich das gerade vor zwei Tagen oder so gelesen habe, auch auf Twitter, was ich auch interessant finde, ist zum Beispiel ganz wieder was anderes, wo nämlich in Berlin in der S-Bahn eine Frau beschimpft wurde und fast auch angegriffen wurde, in einer S-Bahn, die voll war, ja, wo ihr niemand geholfen hat, sie ist dann ausgestiegen und erst dann sind die Leute zu ihr gekommen. Und ist halt von drei jungen Männern, die sie auch fotografiert hat, die sie auch gefragt hat, ob sie fotografieren darf und ob sie das online stellt. Und sie wird das online stellen, dem cool, ja. Da habe ich interessant gefunden, sie hat das getwittert, ja. Es waren drei oder vier Tweets, wo sie einfach das, was ihr gerade passiert, beschrieben hat. Und das ist ziemlich oft retweetet geworden. Und das finde ich auch eine interessante Idee, ja, dass man einfach dadurch, dass das jetzt geht technisch, ja, dass ich jetzt quasi live tweeten kann, nicht nur von einer Veranstaltung, wo ich gerade bin, ja, sondern von einer nicht ganz ungefährlichen Situation und so einfach Aufmerksamkeit erregen kann und vielleicht das dokumentieren kann und Awareness für solche Situationen schaffen kann und vielleicht auch Solidarität dadurch irgendwie zustande bringen. Ja, Solidarität ist eine Waffe, das finde ich wichtig. Ja, das kann man schon online versuchen, auch zu erreichen in irgendeiner Art und Weise. Hoffentlich. Ja. Ja, ich habe das auch mitgekriegt. Also ich halte das auch für ziemlich spannende Idee. Also ich würde sich jetzt nicht großartig überlegt haben, was mache ich jetzt und das mache ich dann. Was mir auffällt, wo definitiv noch ganz viel passieren muss,
So auf theoretischer Ebene ist es inzwischen schon so, dass man ganz vielen Veranstaltungen, also bei Konferenzen und größeren Veranstaltungen, sowas wie Vertrauenspersonen hat, die angekündigt sind und wo man sagt, okay, wenn das passiert, wendet sich bitte an die. Was aber, wo ich schon das Gefühl habe, dass nach wie vor eine bestimmte Form von Hilflosigkeit herrscht, ist, wenn wirklich was ist. Oder, und auch online, also ich finde nach wie vor, dass man auf diese Feminazi-Geschichten oder sowas nicht direkt reagieren soll. Das ist viel der Troll. Es bringt überhaupt nichts mit Anonymous Austria über sowas zu diskutieren. Sondern es geht darum, das auf eine andere Ebene zu heben und da dann sehr wohl gerade jene, die sonst auch immer ganz viel zu allen möglichen Scheiß twittern und eh zu allen den Senf abgeben, dazu zu zwingen quasi, sich einzubringen und auch zu ihr meinen kundzutun. Ja. Also dass es nicht nur bei diesen, ja natürlich sind wir für Gleichbehandlung und gegen Übergriffe, aber dann sollte sich bitte auch in dem Moment dann mal einschalten. Ja. Also das, ich glaube, das muss man schon auch einfordern. Und ich glaube, das ist halt eine Beobachtung, die trifft fürs Netz gleich zu, also so im physischen Raum quasi, es ist dann nochmal extremer, aber diese Hilflosigkeit in Situationen umzugehen, wo es um Übergriffe oder auch nur Beschimpfungen geht, wo dann immer als allererstes immer noch Skepsis und Misstrauen der jeweiligen Betroffenen gegenüber gibt. Ja? So, also da wirst du als Wüste beschimpft und dann kommt als erste Meldung halt so über Direct Messages, so, ja, willst du ihm schon was getan haben oder so. Ja. Also wo du einfach nur denkst, hey Leute, das kann es doch jetzt wirklich nicht sein. Ja. Also wo ich merke, dass Männer wie Frauen nach wie vor nicht gewohnt sind, in so einer Situation Einspruch zu erheben oder unterstützend zu wirken. Also mir fällt das dann auch selber auf, umgekehrt, dass ich in manchen Situationen nicht weiß, was jetzt die richtige Unterstützungsstrategie wäre. Also das, das finde ich schwierig. Also ein Beispiel? Naja, also wenn es jetzt um Online-Diskussionen geht, dass ich, auf Twitter ist noch ein bisschen anders gerade, aber auf Facebook zum Beispiel, wenn es dann einfach in extremen Beschimpfungen an solche Personen ausartet, natürlich poste ich drunter und versuche, die Person zu verteidigen. Wobei auch da das oft nicht so leicht ist. Ja. Also es gibt ja durchaus Situationen, wo ich mit der Meinung, mit der Person überhaupt nicht d'accord gehe, worum es gerade geht. Und dann eine differenzierte Position dazu abzugeben, wird dann immer noch schwieriger. Ja. Also und was ist die richtige Reaktion? Ist die richtige Reaktion jetzt, die Person zu verteidigen? Damit bringt man sich selber meistens auch zusätzlich in die Schusslinie, was ich finde, muss man aushalten. Aber was ist das, was letztlich am meisten bringt in so einer Situation? Ja? Also da bin ich teilweise inzwischen auch schon ein bisschen zynisch. Also ich bin in ganz vielen Situationen, glaube ich, inzwischen immer dran, dass man die Männer zu vernichten. Also das ist, sondern wenn, dann geht es meistens darum, möglichst viele Menschen zu versammeln und gemeinsam zu sagen, stopp, da ist eine Grenze, zurückzuweisen. Aber so eine Form von Täterarbeit ist überzogen, ja, für den Bereich, aber die kommt dann immer zustande. Also das muss jetzt da ist. Also, naja, okay, ich bin jetzt nicht, dass es immer bei uns mit meiner ziemlichen Aufgabe ist, aber da, ich merke, da ist immer viel Motivation da, um das auch noch zu kriegen. Dominik, liegt es vielleicht nicht daran, dass man zum Beispiel, wenn es jetzt ein Standardartikel ist, der kommentiert wird und so ein Troll setzt sich ein und kotzt nur dahin und auf diese Kommentare zu reagieren, bringt nichts und es bringt auch nicht viel. Auf der Ebene dann zu unterstützen, die eine oder mehrere Frauen, die sich da zu rechtfertigen versuchen. Dass man also dieses Phänomen, dass sich ja mehrfach täglich extrem abspielt, in extremer Form im Internet, auf eine andere Ebene bringt und es einfach thematisiert in diesen Kreisen, wo man auch intellektuell wertvoll drüber reden kann. Also es aufzeigt als Phänomen. Also zum Beispiel das Phänomen des Maskulinismus ist ja auch ein Phänomen, das
obwohl es schon wahrscheinlich so lange existiert, wie es das Internet gibt, trotzdem viele Frauen kennen es nicht oder viele Männer auch nicht. Also es ist nicht ein Maskulinismus, es klingt schon so wie ein Fachvokabel. Was ist das? Viele Menschen wissen nicht mal, was es bedeutet. Und es ist aber ein Phänomen, das so stark existiert und sehr penetrant ist. Und da Frauen total fertig machen werden. Und dieses Phänomen aufzuzeigen, also mehr zum Beispiel hier auf der Ebene, aber auch im Internet auf anderen Ebenen, das aufzuzeigen, ist es nicht möglich? Darf ich anschließen? Ja? Ja. Ich würde nur sagen, ich habe das auch gar nicht so gemeint, dass ich da in Streitgesprächen mit solchen Leuten nicht vertiefen möchte, sondern eben, dass es auf so einer Ebene thematisiert wird und dass es für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Bildungsarbeit von Menschen, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen, passiert. Und ich das auch immer wieder erlebe, auch von anderen Feministinnen, also wenn ich erzähle, was mir als feministische Bloggerin zum Teil passiert, dass dann gesagt wird, ja, aber dann mach halt das und das und hast du das schon gemacht. Also es immer um meine Verantwortung geht, wie gehe ich richtig damit um und die Leute, die so etwas ausüben, überhaupt nicht Thema sind. Und das ärgert mich dann. Kann ich kurz einwerfen? Es gibt das lustige XKCD-Comic. XKCD ist so ein Webcomic, wo man so Strichmandeln miteinander kommunizieren und dann ist ein Strichmandel am Computer und aus dem Hintergrund kommt eine Stimme, ja, kannst du jetzt endlich ins Bett kommen, ich möchte schlafen gehen. So gleich, dann nachher nochmal, ja gleich, jemand hat etwas Falsches im Internet geschrieben, ich muss das noch korrigieren. Und ein bisschen ist es so wie mit diesem Thema, das ist ja das Problem, da bräuchte es 10.000 Gittis, die jeden Tag 48 Stunden lang arbeiten, nur um all denen zu antworten, die einfach an uns hinschreiben, sei es, weil sie das wirklich glauben oder sei es, weil sie einfach nur provozieren wollen. Und das Problem ist ja auch, warum ist es unsere Aufgabe, quasi die Moralpolizei im Internet zu spielen und überall nachzuschauen, ob jetzt eh das Richtige dort steht. Und das ist auch unpackbar. Und darum, zum Beispiel als Lösungsvorschlag, glaube ich, der einzelne User oder die einzelne Userin kann sich versuchen zu verteidigen oder zu versuchen, dort, wo es vielleicht Sinn macht, mit jemandem zu diskutieren. Aber eigentlich geht es ja eher darum, dass wir online ein nettes Gesprächsklima entwickeln, sei es bei dieser Debatte oder bei anderen Debatten. Und das führt dazu, wenn man das Internet eher so als Raum sieht, wie er auch offline sein könnte, dann geht es ja darum, in einem Lokal gehe ich einfach nicht hin, betrete den Raum, schreie mal alles Mögliche und dann gehe ich wieder. Oder setze mich dann hin und warte, was passiert. Weil da wird dann entweder gleich ein Gast kommen oder der Chef und sagen, Entschuldigung, Sie können jetzt bitte gehen, so gehen wir hier nicht miteinander um. Und das wünsche ich mir online, dass wir online einfach Verantwortung übernehmen und wenn ich schon nicht bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, dass dann wenigstens der Seitenbetreiber hingeht und sagt, ja, aber das entspricht nicht der Art, wie man normal miteinander redet. Und jede Person kann sich selbst eine Webseite nehmen und kann dann selbst dort ihre eigenen Regeln machen, darf dort schreien und brüllen, was auch immer sie will. Aber vielleicht geht es eher darum, dass wir auf Seiten, die so einem gewissen Mainstream angehören oder dem, was wir Öffentlichkeit nehmen, dass wir dort versuchen, eben nicht dauernd darüber zu diskutieren, ob 9/11 tatsächlich passiert ist oder darüber zu diskutieren, ob der Feminismus gleichzusetzen ist mit dem Holocaust. Also, dass gewisse Grundvoraussetzungen gegeben sind und dass darauf auch geachtet wird. Und ich glaube, dann hätten wir gewisse Probleme mit einem Schlag nicht mehr. Weil dann müssen wir nicht immer bei Null ansetzen und den Leuten erklären, was Feminismus ist oder warum man gewisse Dinge nicht sagen darf und warum es okay ist, dass man sagt, dass man gewisse Dinge nicht sagen darf. Also ich habe das Gefühl, dass aufgrund dieser Haltung, dieser totalen Meinungsfreiheit im Internet, manchmal auch Meinungen, die absolut untragbar sind, quasi legitimiert werden. Und das ist ein großer Fehler, den man machen kann. Ich glaube nicht, dass was schon legitimiert wird, bloß weil es online ist. Ja? Also, oder bloß weil es nicht gelöscht wird. Und was mir jetzt irgendwie, ich meine, ich glaube, ich weiß schon, wo du hin willst, ja, aber was mir jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm ist, ist, so anonym ist ja eh niemand mehr im Internet. Ja? Ich meine, wir haben ja jetzt eh Vorratsdatenspeicher und so weiter, die man zwar für sowas natürlich nicht verwenden dürfte, aber trotzdem. Ja? Und mich stört eigentlich dieser Ruf nach den Regeln, und weil das wird nämlich schon dann ziemlich spannend, weil wer sagt denn was? Ich meine,
es gibt ganz eindeutige Sachen und für das gibt es aber eh Gesetze. Ja? Und wenn es jetzt aber darum geht, dass wir eine nette Diskussion wollen, ihr erlebt es gerade, ich meine, das ist natürlich vergleichsweise eine ganz harmlose und banale Welt, vordergründig, in Wirklichkeit nicht, aber ihr erlebt es gerade bei den Modeblogs, ja? Wo alle nur mehr lieb und nett zueinander sind, Presseaussendungen abtippen mit Copy und Paste und alles immer gut finden. Ja? Also mehr oder weniger, ja, außer es geht dann um irgendwelche, wo Leute sich dann wieder selber darstellen in Outfits, wo dann vielleicht wieder mal ein Troll was Böses über das schreckliche Kleid schreibt, ja. Aber okay, ansonsten, mir ist es ehrlich gesagt zu lieb und zu nett, ja. Und wenn jemand glaubt, dass irgendwie wo eine Verschwörung ist, dann sollen sie über das schreiben, es mir, das finde ich doch okay, ja. Weißt du, ich meine, mir wird das dann zu, ich hätte gern gute Diskussionen, ja, aber ich hätte schon gern, wirklich auch kritische Auseinandersetzung. Ich habe nichts dagegen, wenn die Leute streiten, die sollen streiten, ja. Ja, das ist skurriler. Ich verstehe total, was du meinst. Ich glaube, das Problem ist, dass wir im Internet immer gelernt haben, alles darf überall stehen. Aber warum? Ich habe mit dem Zeitredakteur zum Beispiel letzte Woche geredet und die werden sehr oft kritisiert, dass sie sehr viele Kommentare löschen. Und dann wird das dann sagen, User, ihre Meinungsfreiheit wurde verletzt. Warum wurde die Meinungsfreiheit des Users verletzt? Weil er auf dieser einen Seite nicht posten darf. Er darf auf 100.000 anderen Seiten posten. Er darf eine eigene Webseite gründen, nur für diese einzelne Meinung. Das heißt, Meinungsvielfalt heißt, seine Meinung äußern zu können, aber sie heißt nicht, in einem fremden Ort, der von jemand anderem betrieben und finanziert wird, sie dort äußern zu können. Und der Redakteur hat etwas unglaublich Intelligentes gesagt. Er antwortet darauf, wir sind eine Zeitung. Jetzt sind wir eine Zeitung, die auch im Internet ist. In der Zeitung drucken wir auch nur die Kommentare ab, die wir gut finden oder die wir interessant finden oder wo wir sagen, das ist jetzt vielleicht so polemisch, dass man vielleicht darüber dann diskutieren könnte, aber nicht irgendwas. Warum ist es im Internet so viel anders, dass man dort keine Auswahl treffen kann? Und eben immer diesen Vorwurf der einschränkenden Meinungsfreiheit, ich verstehe schon, man muss immer vorsichtig sein, das sehe ich auch so. Und ich finde zum Beispiel auch die Vorratsdatenspeicherung falsch. Aber warum wird die Meinungsfreiheit von jemandem eingeschränkt, weil er nicht einfach jemanden online dort wüst beschimpfen kann, ohne dass es halt gerade nicht mehr klagbar ist? Weil vieles ist eben nicht, es wäre schlimm, wenn wir nur das ahnden würden, was strafrechtlich verboten ist, weil man kann bis zu Strafrecht unglaublich viele Dinge sagen, die, finde ich, nicht unbedingt gesagt werden sollten. Aber ich hätte schon recht, ich glaube, man muss eher eine Balance finden, nur dass automatisch die Meinungsfreiheit gefährdet ist, wenn man 3 Postings gelöscht hat, glaube ich nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Ja, also so war es auch nicht gemein, das will ich schon geschwind noch sagen. Ja. Und ich meine, ich habe ja einen Blog und ich lösche auch, ich meine, ich lösche eigentlich keine Kommentare, weil eh niemand kommentiert hat. Ich würde sie einfach löschen, wenn es mir nicht passt, lösche ich sie. Ja, das ist mein Blog, fertig. Ja. Also, nein, das finde ich schon total okay. Ja. Ja, sicher. Also, was ich in Bezug auf diese von den Meinungsfreiheiten und Diskussionen, die wir uns da gehen müssen, ich finde auch, dass genau in dem Bereich sieht man, gerade wenn es um Antifeminismus geht, sieht man sehr, sehr gut, finde ich, wie das auf die Realität überschwappt. Es gibt von der Heinrich-Böder-Stiftung ziemlich gute Publikationen zu den Männerrechtsnetzwerken, also zu den Männerrechtlern. Es sind eigentlich gar nicht so viele, die reden aber im Netz so auf, als wären es Hundertschaften. Und die haben es so weit geschafft, dass der Standard zum Beispiel regelmäßig Kommentare von irgendwelchen völlig unbekannten, aber völlig wahnsinnigen Männerrechtern abdruckt. Und das ist, also das finde ich schon ziemlich arg. Ja? Das, also, warum geht das? Am 8. März. Ja, bevorzugt am 8. März, wie geweißt du noch immer. Also das, da stelle ich mir halt dann oft die Frage, okay, oder auch bei den Reaktionen auf An- und Austria, ja? Ich meine, da reagieren sehr viele Menschen auf diese Tweets und fangen an, darüber zu diskutieren und zum Schluss geht man eh so auseinander mit dem, es passt eh irgendwie. Ja. Und das, also ich habe schon das Gefühl, dass da die Grenze dessen, was jetzt, wo man jetzt noch kommentiert oder wo man noch darauf reagiert oder was man noch als legitime Äußerung akzeptiert oder nicht, dass da die Grenze bei den Normalbenutzerinnen quasi verschwimmt. Und das halt auch so die,
die Gesamtwahrnehmung tut. Also es ist, wenn würden wir, wir kennen alle, wir dürfen alle nicht Standard-AT-Postings lesen, schon gar nicht unter Artikel, die von einem selber handeln. Das tue ich natürlich auch nie. aber ich meine, wenn man nur davon ausgeht, was darunter gepostet wird, ich meine, das ist, da verschiebt sich ein Weltbild ganz arg. Und gleichzeitig glaube ich aber schon auch, dass das Tendenzen sind und Meinungen und Äußerungen, die halt da jetzt ein Ventil finden, und sie sind sicher überzeichnet ein Stück weit, aber ein Stück weit bildet das einfach ab, bildet das eine Plattform, die bis jetzt nicht in der Form da gewesen ist. Und vielleicht haben sie Leserinnenbriefe an die Kronenzeitung geschickt und die sind nicht abgedruckt, oder naja, okay, dort sind die abgedruckt worden. Aber ihr wisst, was sie waren. Also das, also ich glaube, dass es vor allem darum geht, Awareness zu schaffen und Strategien zu entwickeln und auch einzufordern, mit solchen Dingen adäquat umzugehen. Und zum Beispiel nicht einen Kommentar abdrucken zu lassen. Also da sind die Redaktionen wieder viel stärker gefragt, eigentlich, gerade bei den Zeitungen, wie das jetzt online oder print ist. Mich würde sehr interessieren, ob es Beiträge gibt aus dem Publikum von euch als Nutzerinnen oder auch Gestalterinnen des digitalen Raums. Welche Erfahrungen macht ihr? Was bringt ihr mit? Oder auch welche Wünsche oder Bedürfnisse gäbe es an ein besseres Zusammenspiel im digitalen Raum? Ja, bitte damit. Also mich hat das Stichwort, das irgendwann mal gefallen ist, Solidarität im Netz, sehr angesprochen. Und ich habe so diese Vision, dass das Netz uns Feministinnen die Möglichkeit geben könnte oder überhaupt jeder Aktivistin für Menschenrechte. Es ist ein Einsatz um Menschenrechte. Und gerade der Feminismus ist eigentlich der Herzkampf, wenn man es vergleicht mit so andere Minderheiten. Also wenn man sich für andere Minderheiten einsetzt, hat man mit ganz anderen Strukturen zu kämpfen. Es ist interessant. Also es gibt diese Struktur des Maskulinismus in den Feinden, im Thema Antisemitismus oder Rassismus und so weiter. Dieses Phänomen kommt in der Form, in der Intensität nicht vor. Und ist wahrscheinlich auch dadurch, dass es was Neues ist, ist die Gesellschaft noch gar nicht so richtig darauf eingestellt. Wie ich das erste Mal mit dem Phänomen des Maskulinismus konfrontiert wurde, war, wie ich aktiv wurde mit eigenen Videos, die ich auf YouTube gestellt habe. Und da war ich so begeistert, wir haben die Möglichkeit, YouTube macht es möglich. Und dann habe ich mich gefreut, wenn Kommentare auf meine YouTube-Videos gestellt wurden, und dann habe ich begonnen, auch aktiver Kommentare zu stellen auf feministische Videos. Und unter anderem habe ich es bei Alles Schwarze gemacht. Das war so ein uraltes Video, wo ich einfach Bravo Alles Schwarze geschrieben habe. Und sofort kamen Reaktionen, die ließen nicht locker, bis ich aufgehört habe, darauf zu kommentieren. Also das waren Männer, das waren, habe ich dann herausgestellt, ein oder zwei Männer. Die haben Tag und Nacht, sind sie vor dem Schirm gesessen und haben reagiert und haben natürlich diese unter der Gürtellinie, also ganz, ganz arge Kommentare. Und ich war schockiert. Und dann wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt wie Maskulinismus. Ich habe gegoogelt, weil ich war auf der Suche nach dieser Solidarität im Netz. Dann bin ich auf den Begriff Maskulinismus gekommen und wie das im Forum von Emma diskutiert wird. Dann habe ich wirklich ganz, ganz lange, viele Tage herumgegoogelt, bis ich auf ein Forum gekommen bin, das wirklich genau dieses Thema angesprochen hat. Und dann kam ich auf die Solidarität. Dann war ich irgendwie beruhigt. Ich dachte, okay, es ist eh schon längst ein Thema. Und Frauen und bewusste Männer beschäftigen sich mit diesem Thema. Es hat lange gedauert. Und ich muss sagen, das, was weh tut, ist, dass es nicht sichtbar ist. Also dieses Thema, dass wir Frauen seit Ewigkeiten im Patriarchat, unter dem wir leiden, dass wir nicht sichtbar sind, das gibt es auch im Netz. Also dieses Thema Maskulinismus ist nicht sichtbar. Und wieder mein Appell, wie können wir es sichtbarer machen? Ich weiß es selber nicht, aber
ich würde es mir wünschen. Ich denke, diese Veranstaltung hilft auch dazu. Ja, Marco, bitte. Einen Kommentar dazu möchte ich erlauben. Ich glaube, ich halte es immer ein bisschen für gefährlich zu sagen, da die Gruppe ist stärker betroffen von Diskriminierung oder Hass oder so als eine andere Gruppe. Ich glaube, das ist auch ein Teil deiner Perspektive der persönlichen Wahrnehmung, aber es gibt so viel Alltagsrassismus auch, und es gibt auch so viel Homophobie, dass ich das nicht, persönlich nicht so gut finde, wenn man das sozusagen in Werten will, was ist schlimmer, oder ich glaube, das ist einfach, meistens sind das auch dieselben Netzwerke, die gegen alle vorgehen, muss man auch dazu sagen. Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage an die zwei Bloggerinnen. Ich habe auch ja als jemand, der viel zum Thema lesbisch, schwule, Gleichstellung und so bloggt, das Problem, dass ich natürlich auch sehr viele Hasspostings habe. Und jedes Mal stellt sich auch bei mir immer wieder die Frage, lasse ich stehen? Weil es produziert ja auch weitere Postings, die wieder ganz toll sind. Und die ganz tollen Postings hätte ich ja nicht, wenn ich dieses eine Hassposting löschen würde. Und dieses eine Hassposting funktioniert dann manchmal auch so ein bisschen so wie, ich sag mal, so als normal. So, das gibt es in der Gesellschaft. Und wenn ich es lösche, dann habe ich irgendwie so manchmal den Eindruck, ich lösche sozusagen eine gesellschaftliche Realität. Und ich mache diese gesellschaftliche Realität unsichtbar. Und dann denke ich mir manchmal, will ich auf meinem Blog diese Realität unsichtbar machen? Das ist, sehe ich auch nicht ganz als meine Aufgabe. Ich finde es dann oft ganz gut, das doch stehen zu lassen. Mittlerweile habe ich es eh so geändert, dass ich freigebe. Aber ich gebe sie auch manchmal bewusst frei. Du bloggst auch, also du bloggst auch. Aber ihr könnt das, alle können das beantworten. Also würde mich mal interessieren, wie ihr das sehen würdet. Ja, es gibt eh die Möglichkeit, das auch losgelöst vom eigenen Blog zu veröffentlichen. Da gibt es ja auch schon Plattformen wie Hater, was du wahrscheinlich auch kennst, .org, damit das sichtbar gemacht wird und kann man, das ist eine Plattform, hater.org, die genau solche Kommentare veröffentlichen, aber nicht im Zusammenhang mit dem Blogbeitrag, sondern losgelöst davon, damit das genau sichtbar gemacht wird, was es da alles gibt. Und ich habe es am Anfang mit meinem Blog auch teilweise Sachen stehen lassen, wenn sie nicht zu krass waren. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, aber es sind, also wenn es wirklich einfach nur so das übliche, dumpfe Feministinnenbeschimpfung ist, was dann irgendwie immer wieder das Gleiche kommt, schalte ich jetzt einfach nicht mehr frei. Aber ich denke, es ist durchaus sinnvoll, das immer wieder mal sichtbar zu machen, was da eigentlich alles passiert. Ja, ich weiß nicht, ich bin da verwöhnt, ich kriege generell, nein, es sind generell sehr wenig Kommentare, also sicher hat damit was zu tun. Aber ich denke mal, wenn es dein privater Blog ist, dann machst du das eh am besten so, wie du es machst. Ja, wenn du, also ich meine, ich glaube nicht, dass das gesellschaftliche Realität abbildet, weder die Kommentare, also ich hoffe zumindest nicht, dass das ein komplettes Bild der gesellschaftlichen Realität ist, was auf Kommentaren steht, ja, weil da gibt es hoffentlich noch andere, die halt nichts kommentieren und die anders drauf sind. Also diese Illusion würde ich mir nicht machen, dass die da abgebildet wird, weder so noch so, aber ich glaube, bei einem privaten Blog muss jeder für sich entscheiden, was du halt aushaltest für dich, ja. Oder deinen Leserinnen zumuten willst, wie immer, oder so, ja. Also. Vielleicht noch eine Anmerkung, wenn ich das darf. Wenn es eine persönliche Beleidigung zum Beispiel gegen einzelne Personen ist, dann lösche ich es prinzipiell. Wenn es eine persönliche Beleidigung gegen mich ist, dann veröffentliche ich. Ingrid, ja, ich wollte nämlich, auch als der Marco dann das Wort, wollte ich schon auf das Beispiel Homophobie kommen. Nämlich, als in den USA die Debatte um die Homo-Ehe wieder richtig entflammte, haben ja viele Leute auch auf Facebook gepostet. Und da war ein Bild, da habe ich gedacht, das ist perfekt, illustriert genau die Debatte, die wir derzeit führen. Nämlich, es ging um Demonstrationen im Jahr, weiß nicht, in den 50er Jahren in den USA, wo Weiße forderten, dass Schwarze nicht die gleichen Rechte haben sollen. Und man sieht die halt dort demonstrieren, warum das alles falsch ist und die Gesellschaft zugrunde geht. Und dann sieht man drunter nochmal so ein Bild, nur diesmal demonstrieren halt Menschen gegen die Homo-Ehe. Mit ziemlich ähnlichen Argumenten und da steht drunter, für deine Enkelkinder wirst du so ausschauen, wenn du heute gegen die Gleichstellung von Homosexuellen demonstrierst. Und ich finde eben dieses Argument, ich finde, das trifft es genau,
es heißt oft, dass man gewisse Dinge nicht löschen soll, weil wir uns ja sonst belügen würden und etwas ausblenden, das in den Menschen anscheinend noch drin ist. Und dass wir uns ehrlich mit dem auseinandersetzen müssen, was anscheinend in den Menschen drin ist. Das ist eine große Debatte im Netz. Und die Frage ist halt, inwiefern ist das berechtigt und inwiefern will man das sehen, was teilweise in den Menschen drinsteht. Und ich frage mich auch, inwiefern wird gesellschaftlicher Wandel erzeugt? Zu einem gewissen Grad wird gesellschaftlicher Wandel in meinen Augen erzeugt, indem man sagt, das kann man jetzt nicht sagen. Oder indem man sagt, das ist jetzt, hör jetzt auf. Und indem man, das ist eine gewisse Political Correctness-Kultur, die halt immer mehr bei unterschiedlichen Themen Einzug hält. Und jetzt führen wir gerade die Debatte, dass immer mehr diese Political Correctness Kultur auch auf das Thema Homosexuelle und Homo-Ehe übergeht und immer mehr es quasi nicht mehr zum guten Ton gehört zu sagen, ja, aber muss das denn sein? Und wenn man jetzt die Feminismusdebatte anschaut, das ist eigentlich das, was die Sigi jetzt schon mehrfach gesagt hat, was ich eben auch als Gefahr sehe, ist, dass man natürlich auch den anderen Weg gehen kann, etwas, was wir eigentlich schon halbwegs im Mainstream als gegeben oder als normal und richtig angesehen und richtig angesehen haben, jetzt wieder neu debattieren müssen. Und das ist halt auch, natürlich kann eine Gesellschaft sich da auch wieder zurückentwickeln. Und das ist die Frage, passiert das gerade? Und wie reagiert man auf sowas angemessen? Also ich habe da auch keine Antwort, weil man permanent in diesem Dilemma drinsteckt. Aber ich glaube eben, so entsteht gesellschaftlicher Wandel, indem man dann sagt, hör auf, oder das ist jetzt peinlich. Und das bedeutet, das ist quasi das Online-Äquivalent, ist Kommentare zu löschen. Oder halt 10-mal drunter zu schreiben, wie peinlich jemand ist. Sigi, du wolltest auch ergänzen. Ja, also die Political Correctness-Debatte ist ja ein bisschen anders. Ich glaube, dass man vor allem erklären muss, warum man das nicht sagt, sondern nur mit einem Hinweis. Also es kommt drauf an. Also bestimmte Sachen, die einen mal durchargumentieren müssen, aber gut, das ist die Political Correctness-Debatte, das ist noch was anderes. Ich würde gerne widersprechen, Marco. Ich glaube, dass es... Also ich sehe es täglich, dass es einfach massive Unterschiede gibt in der Sphäre, in der wir diskutieren. Ein rassistischer Tweet wird sofort sanktioniert werden von ganz, ganz vielen Menschen auf Twitter. Bei homophoben Tweets kriege ich weniger mit, die sind so breit vertreten. Wird auch anders reagiert. Sexistische Tweets, antifeministische Tweets können viel länger stehen bleiben, ohne dass eine Community eingreift. Und das ist für mich der zentrale Unterschied. Es geht nicht darum, zu sagen, eine bestimmte Gruppe ist stärker diskriminiert als die andere, sondern es geht um den gesellschaftlichen Umgang damit. Und da ist meine Erfahrung, oder ich meine auch das U-Bahn-Beispiel und sowas, ich meine, das ist Lebensrealität für uns Frauen. Ja. Und das passiert da. Und da gibt es einfach, also was Sexismus betrifft, Antifeminismus will ja noch gar nicht, also von Antifeminismus sind wir noch weit entfernt in der Debatte. Ja. Aber nicht, dass auf Sexismus reagiert wird, in derselben Art und Weise wie Rassismus zum Beispiel, oder Antisemitismus oder sonst was reagiert wird. Das wäre schon, das wäre immer schon weiter. Und da sind wir auch noch. Darf ich nur kurz einwerfen? Ein interessantes Detail in der Aufschrei-Debatte, was dann auch so für so viel Diskussion gesorgt hat, ist, dass dann quasi echte sexuelle Übergriffe in einer Leiste, in einer Timeline standen, wie eben die Alltagsdiskriminierung oder der blöde Kommentar von Kollegen. Und dann wurde die Debatte geführt, ja, aber ist das okay, dass die Leute dann halt auch so kleine Sachen? Und wann ist eine Beleidigung oder ein Übergriff groß genug, dass er erwähnt werden darf? Und ich persönlich, nur als Userin, als ich das gelesen habe, habe mir gedacht, mich interessieren auch diese ganzen kleinen Sachen, weil die würde man nicht schreiben, weil sie so lächerlich sind, dass man sich dann darüber ärgert, aber okay, man ist jetzt nicht irgendwie sexuell genötigt worden. Und man ist jetzt auch nicht, man hat den Job jetzt nicht bekommen, sondern man hat irgendwie nur einen blöden Kommentar gehört. Und ich fand an Aufschrei gerade so besonders, dass eben dauernd diese kleinen Kommentare kamen, das, was man eben Alltagssexismus nennt, und dass wir dann allen Ernstes auch noch die Debatte führen mussten, ob es okay geht, dass Frauen diese Beispiele von Alltagssexismus bringen, die ja eigentlich Ausdruck einer patriarchalen Struktur sind, am untersten Level. Und dass man dann verteidigen musste, dass Frauen das eigentlich unlustig finden. Und das war für mich so ein Beispiel, wo eben erst auf einen gewissen argen Übergriff war es okay, sich darüber aufzuregen. Das fand ich ziemlich arg. Ja, mich schockiert das auch immer wieder, was derzeit im Mainstream so sagbar ist in den Medien. Ich meine, wenn wir Standard angesprochen haben, wenn dort in einem Kommentar am 8. März stehen kann, ja, dass Kinder von Alleinerzieherinnen eher kriminell werden, finde ich das sehr bedenklich. Also es schockiert mich immer wieder. Ich würde noch gerne was sagen zu dieser Posting-Frage. Also
es gibt inzwischen auch ein WordPress-Plugin, für, um die Sachen, um die Kommentare direkt an hater.org zu schicken. Oder es gibt da zwei, drei andere Plattformen. Was wir uns mal überlegt haben, war, diese Kommentare zu sammeln und in einer kabarettistischen Lesung vortragen zu lassen. Also es sind sehr großartige Sachen da dabei, also großartig, also es sind auch sehr witzige und sehr großartige Sachen da dabei bei diesen ganzen Geschichten. Aber was ich stelle mir halt die Frage, was bezweckt jemand, der sowas postet? Und die Währung unter Trollen ist Aufmerksamkeit. Und da ist halt die Frage, und die, deswegen schalte ich solche Kommentare nicht frei, sondern entscheide eben dazu, das zu einem späteren Zeitpunkt in einer Lesung vortragen zu lassen oder auf Facebook oder was auch immer, weil ich ihnen das nicht zugestehen will. Also der will Aufmerksamkeit nachkippen. Also das, und das ist mir dann wurscht, wenn er 100 Mal postet. Das ist, das, den Gefallen will ich ihm tun. Und genau das Gleiche ist es halt, wenn man auf solche, ich meine, die Leute warten ja auf nichts anderes, als dass man darauf reagiert. Alle Trolle. Und, die, und der Troll, die, der Begriff, den würde ich jetzt schon so weit fassen, dass er von Leuten, die anonym Feministinnen als Feminazis beschreiben, bis hin zu durchaus namhaften Journalisten, die sehr gern auf diverse Sachen reagieren. Und auch nicht locker lassen und sich in der Thema irgendwie schreiben. Natürlich fokussieren wir jetzt wieder auf, wie kann man die Abwehr organisieren, weil es uns täglich betrifft. Aber gleichzeitig, und das ist, ich finde, du hast schon einen wichtigen Punkt gebracht, gleichzeitig ist es schon so, dass sich extrem viel verändert hat. Also der Ausgangspunkt für, die, für das Fancamp und für diese ganze Frauendiskussion auf Twitter war diese Twitter-Studie. Und was dort noch während der Präsentation abgegangen ist, das wird es halt nicht mehr geben. Also es ist während der Präsentation, dass in der Podium gesessen die Corinna Milborn, der Michelle Reimann, der Petzner und der Armin Wolf und der Nico Almer moderiert. Und es sind während der Diskussion, sind nur die Tweets sind halt von Frauen und so lustig und so weiter kommen. Ja, das, also es wird es halt nicht mehr geben. Also da hat auch die Community einen großen Schritt gemacht. Also ich finde, man kann den graduellen Unterschied bei einzelnen Leuten beobachten, ja, dass sie dazu gelernt haben. Also ja, nein, wir haben in Wahrheit schon extrem viel erreicht und in Wahrheit in einer extrem kurzen Zeit. Also das ist, wie gesagt, die Erfolge des Feminismus nicht kleinreden. Ja. Und es gibt viel Solidarität, aber es gibt halt trotz allem immer noch Solidarität. Nur kurz noch, also ich finde, es gibt immer zu wenig Solidarität tatsächlich. Wirklich auch nicht mehr gefühlt. So, und ich glaube, es mangelt viel an Kommunikation. Und deswegen fand ich das Beispiel gut, dass eben auch Männer sich als Antisemiten mehr aufhören. So, aber ist nicht ja. Nur, also da kommt halt, also ich denke mir halt inzwischen auch, ja, ist eh, also eh super, dass es Männer gibt, die antisexistisch sind, aber eigentlich bin ich das ein Standard. Also, dass das immer so zusätzlich betont werden muss, oh, übrigens, ich bin Antisexist und Feminist. Also das ist, es ist notwendig, mir ist schon klar, dass es, ein positiv, dass es positiv wirkt, aber gleichzeitig ist es halt auch ein bisschen, naja. Ich finde, dass da so ein bisschen ein Vakuum gibt im Punkt der Debatte. Wir haben schon alles erreicht. Ich unterrichte auch an der Uni und da höre ich sehr viel von jungen Studentinnen, eben vor allem auch, ja, wir brauchen Feminismus nicht mehr und was wollt ihr noch? Und wir haben schon alles erreicht. Und da würde ich es auch ganz wichtig finden von der Politik, gerade auch von so Parteien wie SPÖ und der Grüne, dass es das feministische Thema und überhaupt Frauenpolitik ganz stark von der Führungsspitze von allen immer wieder thematisiert werden. Also es passiert da eh viel, aber mir fehlt das da ein bisschen die Schwerpunktsetzung, also dass das oft so ein bisschen zum Randthema verkommt. Ja, das würde ich mir wünschen und bringe ich auch immer wieder gerne bei politischen Veranstaltungen an. Vielen Dank. Michael, nein, weil das hat mir nämlich auch die ganze Zeit gefehlt noch in der Runde, dass natürlich schon, ja, das ist nett, so was du vorhin gebracht hast, dass du gefühlt hast, du musst was sagen in deinem Umfeld, ja, das finde ich alles nett, ja, oder dass sich Männer outen, wobei das finde ich komisch, weil das heißt ja irgendwie, dass alle anderen sind Sexisten? Oder was heißt das, wenn sich ein Mann outet als nicht Sexist? Also, das finde ich auch komisch, aber eben, ich finde schon, dass die Politik natürlich was tun muss, natürlich, ja, natürlich, also,
Mich hätte noch interessiert, also an euch als Podium, gibt es oder wisst ihr von irgendwelchen Studien, die so belegen, ob jetzt vielleicht Männer oder Frauen mehr Postings, Comments unter der Gürtellinie machen? Ist da irgendwas? Ist das ein männerspezifisches? Phänomen glaube ich nämlich nicht. Ne? Aber wie schaut es aus mit Zahlen? Mir gibt es nichts. Ich meine, außerdem, ich weiß nicht, ja, ob man das an der Uni irgendwo mal vorschlagen kann, als doch, du musst Gender Studies. Ja, dann könnte man das auch besser ansetzen, wenn man weiß, dass okay, das ist jetzt irgendwie so eine klassische Gruppe. Ja, es gibt schon Studien, die Kommentare halten bei bestimmten Themen. Untersuchen, aber es ist halt schwierig, wie ist der Username, also ist es dann ein Mann oder nicht, also da ist es überhaupt schwierig, verlässliche Zahlen. Doch, ich glaube, es gibt sogar Studien, die nahelegen, dass besonders aggressives und so das, was man klassisches Trollverhalten nennt, dass das tendenziell eher ein männliches Phänomen ist. Also, das ist jetzt natürlich nicht ausschließlich so, ich muss doch nachschauen, weil ich habe da jetzt unglaublich viel Material auch, aber da bin ich ziemlich sicher, dass es tendenziell eher in eine männliche Richtung geht. Und man muss sich auch anschauen, die legendären, bekannten Fälle von Trollen, die dann de-anonymisiert worden sind oder wo es dann Gerichtsverfahren gab, ist eine sehr männerdominierte Sphäre. Und ich finde, was da vorher gesagt ist, ich finde es eben gar nicht so schlecht, weil ich verstehe total, was die Sigi sagt, dass eigentlich spürt ist, dass Männer schon positiv auffallen, wenn sie sich positiv outen. Aber andererseits denke ich mir, eigentlich sind Männer zum gewissen Grad schon auch die Lösung, weil als Frau, wenn man dann angegriffen wird, dann gibt es auch eine furchtbare Rhetorik, mit der eine Frau immer niedergemacht wird. Die ist dann ein bisschen aufgeregt und emotional. Und das Problem ist, da kommt man dann als Frau auch extrem schwer raus. Und das wissen wir zwar alle, dass das eigentlich Untergriffe sind, indem eine komplett normale Aussage fies interpretiert wird. Aber natürlich, wenn dann ein Mann sagt, oh Leute, das ist jetzt komplett normal, diese Reaktion drauf, so schlimm das ist, so sehr hilft es trotzdem, weil bei einem Mann kann man dann halt nicht mit diesen typischen untergriffigen Adjektiven kommen, die einer Frau zugeschrieben werden. Aber und leider kann man ja leicht feststellen, ob das ist emotional ist oder sachlich, das kann man ja leicht. Ja, aber leider ist halt, es gibt ja niemals eine Polizei, die Diskussionen wertet und nachher Punkte verteilt und dann fair aufteilt und sagt, du hast recht gehabt. Das ist leider so ein emotionales Ding, wo dann oft die Person, die vielleicht sachlich recht hatte, dann trotzdem als Loser aussteigt. Also würde ich es so beschreiben. Also ich denke mir manchmal, ich beobachte es manchmal, dass wenn dann ein Mann kommt, dass so schlimm das ist, es irgendwie, wie soll ich sagen, einen guten Effekt hat, weil anscheinend manche Männer brauchen andere Männer, damit sie aufhören. Und das ist wirklich schlimm, aber... Ja, ich glaube, dass zum Teil auch die Verantwortung ist eigentlich von Menschen, die in einer bestimmten Situation privilegiert sind, also nicht von Sexismus betroffen oder nicht von Rassismus oder von Homophobie betroffen, für andere auch einspringen. Weil es in manchen Situationen auch leichter ist, wenn ich mich in einer privilegierten Position befinde, zu handeln, als wenn ich jetzt betroffen bin. Genau. Mit diesem Schlusswort gehe ich gern ins Ende dieser Diskussionsveranstaltung. Wir nehmen uns sehr vor, vor allem unter Frauen, solidarisch zu sein, einzuspringen, die Mauer zu machen, dann, wenn es gefragt ist und erwünscht ist sozusagen, und uns nicht nur schützend, sondern auch kämpferisch vor und um uns und hinter uns zu stellen und zu gruppieren. Wir werden uns in Zukunft hoffentlich noch stärker vernetzen, auch nicht nur im realen Leben, sondern auch im Internet und vor allem sehr viel Sichtbarkeit erlangen, hoffentlich. Damit schönen Abend und vielen Dank fürs Hiersein. Danke.